So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, das letzte Mal, habe ich das Kaizo von Noobs Best of leider nicht geschafft. Vielleicht gehen wir es irgendwann nochmal an, aber so ganz bin ich jetzt da nicht so dabei. Was mir eingefallen ist, wir haben lange nicht mehr nach Musikleveln geschaut. Vielleicht machen wir das mal. Und zwar haben wir ja über die Detailsuche, kann man ja mittlerweile das Ganze anders angehen. Und sagen, ja, theoretisch Beliebtheit kann ich trotzdem lassen. Spielthema bleibt, Umgebung bleibt, Schwierigkeitsalle bleibt. Hochladezeitpunkt sollte halt alles sein. Gespielte Male ist auch egal. Region passt auch. Es sollte Musik sein. Also hier raus. So, zack. Und dann, ach so. Nee, dann muss ich den Hochladezeitpunkt ja zurücksetzen. Irgendwie so vielleicht. Haben wir jetzt hier Level, die wir noch nicht so kennen? Mal gucken, was so kommt. Lifetime of Koopa. Was soll das für ein Lied sein? Wir gucken mal rein. Aber 80,61% scheint als ein einfaches Level zu sein. Wir schauen mal, was es ist. Ach, das ist sowas. What? Ah, solche Level finde ich jetzt auch nicht so. Die sind ganz cool vom Zuschauen so, aber... eben nicht vom... Die sind ganz cool von der Idee her, aber vom Zuschauen her glaube ich nicht. Das wollte ich sagen und habe was völlig anderes gesagt. Auch in Ordnung. Ja, wie? Ja, gut. Das ist passiert. Jetzt kommt Musik oder was? What the heck? Ach so, jetzt ist das der Koopa. Jetzt ist er sozusagen gestorben. Okay. Got it. Ah ja. Mehr kann ich hier nicht machen. Hier kann ich auch nichts machen. Jetzt wäre ich zum Ziel gefahren. Habe ich schon oben gesehen. Ja. Naja. Okay. Von der Idee her cool, aber spieltechnisch war es jetzt halt nicht so spannend. So. Wiedersehen. Ach ja. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch zusätzlich eingestellt habe. Schwierigkeitsgrad habe ich, glaube ich, man kann nicht. Mach mal. Nein, ich habe es nach Abschlussrate sortiert, oder? War das so? Ich weiß es nicht mehr. Wie habe ich das gemacht? Was ist das denn für ein Quatsch? Mal gucken, was jetzt kommt. Aber dann kriege ich jetzt wahrscheinlich Level, die halt super schwierig zu spielen sind. Hehehehe. Null. Ich glaube, da ist nicht nur die Fantasy Mad, wenn man das Level hier spielt. Ich glaube, da ist nicht nur die Fantasy Mad.
Das wird dann wohl nicht drin sein. Ja, genau. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für ein Lied sein soll. Insofern kann ich auch den Rhythmus nicht. Ich wollte raus, aber ist okay. Ja, also kriege ich jetzt praktisch lauter 0% hier erstmal, wenn ich nach der Dings sortiere. Also dann funktioniert das auch nicht. Wie habe ich denn das gemacht? Wahrscheinlich einfach Schwierigkeit hochgestellt oder so. Keine Ahnung. Tetris 7 brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Megalovania Platform 1 klingt doch nice. 7,42% klingt auch nice. Klingt nach Herausforderung, aber nicht komplett unmöglich. Das ist eigentlich das, was ich suche. Mal gucken, ob wir Glück haben. Darüber. Okay. Darüber mit dem Ding. Was war das? Warum? Habe ich mir den Kopf gestoßen, bevor ich an die On-Offs bin? Wahrscheinlich, ja. Schöner wäre es natürlich, wenn es wie bei Devori passend zum Beat die Sprünge sind. Das ist es leider nicht. Aber es kann halt nicht jeder ein Devori sein. Ach so. Ich bin halt schon wieder dumm. Ah ja. Ich hab schon wieder zu bald. Oh Mann, ich muss gegen die Blöcke springen. Menno. Alter, das schreckt mich jedes Mal. Ah ja. Ja, gut. So ein bisschen hatten wir eine Bad Time, aber war jetzt nicht so sensationell. Toriel. Wir bleiben bei Undertale-Liedern. Nein, was tue ich? Ah, das ist cool. Das gefällt mir schon besser. Das Lied ist auch irgendwie ein bisschen schöner gemacht. Als Megalovania gerade. Das war so ein bisschen... Ah, weiß ich nicht. Das hat mich nicht so mitgenommen. Das fühlt sich irgendwie schon besser an. Ah, jetzt dreht sich der Switch um. Oh boy! Hatten wir eigentlich einen Checkpoint-Hilfe gerade? Oder eher nicht so? Hatten wir einen Checkpoint? Ja. Ich war mir nicht mehr sicher.
Und jetzt nochmal von vorn. Mit gedrücktem und off. Okay. Jetzt will sie es wissen. Tutorial. Hoppa! Nein, ducken! 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 Oh Gott. Okay. Sorry. Zum Schluss hat es mich nochmal der Husten gepackt. Das war schön. Das war schön. Was ist Ferret Walk für ein Lied? Wahrscheinlich ausgedacht ist, weil der Typ heißt Ferret, sehe ich gerade. Also mehr wie drei dürfen es aber nicht werden, sonst wird es kritisch. Aber wenn es immer nur eins oder... Alles klar. Aber zieht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so das Lied, so leid es mir tut. Spin to win me right round. Ach so, nee, nicht spin me right round. Das brauchen wir nicht. Das haben wir gespielt. Kill the drummer for Anemia. Wir gucken uns das mal an. Sagt mir aber gerade nichts. Oh boy. Da hoch. Ach nee. Ach nee, es ist ja nur die extra Challenge in der Kido, ne? Man muss die Münzen ja nicht holen. Ha, hab ich vergessen. Brauchen wir die ja gar nicht. Und weil wir sie nicht brauchen, hole ich sie halt trotzdem. Lul. Oh, jetzt habe ich mir eine extra Challenge durch die Münzen gebaut. Ja, nice. Alter, das wird echt schwierig, da hinten noch zu sehen, wo ich bin. Nice. Ah, okay. Anemia ist wohl eine Band oder so. Keine Ahnung. Hä?
Ach, ich muss da oben rein, oder was? Ah. Wollte gerade sagen, hä? Das kann ja nicht weitergehen da. Okay. Alles klar. Ja, das war doch ganz nett. Scooby-Doo, echt nicht. Believe in the Arrow. Megalo Strike Back. Ey, ist das eine Believe in die... Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich den Arrow. Okay. Ah. Ich wollte gerade sagen, wann kommt der nächste Arrow, aber es war einfach nur da vorne der eine Arrow und der Rest war halt dann das da. Das war kurz. Okay. DuckTales muss jetzt nicht sein, das muss auch nicht sein, da habe ich keine Ahnung. Link and Toad, Wario's Lost Woods. Okay, das klingt interessant. Schauen wir uns das mal an. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Hier komme ich nicht. Hä? Bin ich irgendwie doof und sehe nicht, wo es weitergeht? Ah. Ach so, jetzt habe ich ja eine Bombe und kann ja da oben weiter. Und jetzt kann ich ja hier die ganze Kacke wegsprengen. Das ist nicht ganz, was ich sprengen wollte. Das ist schon eher, was ich sprengen. Oh mein Gott. Aber wir haben es durchgeschafft. Wir können uns ein neues Schwert hier holen. Jetzt können wir uns kein neues Schwert mehr hier holen. Das wird jetzt unangenehm, hier ohne Link durchzukommen. Aber wir kriegen das hin, I guess. Solange die zu blöd sind zu treffen. Ah, da ist mein neues Schwert. Da ist der Musikteil. Auch wenn ich ihn nicht erkenne.
Oh, muss jetzt auf die andere Seite wieder. Alter, dieses Lied in Anführungszeichen, ne? Oh, das habe ich nicht gesehen. Was ist das? Ist das das Polizeilied? Dü, 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 dü. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr hoch. Ah! Sterbt alle, mein Geld. Mein Geld. So. Neuer Anlauf. Oh mein Gott. Ja, ja. So ist das. Also ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in dieses komische Wasser fällt. Da habe ich nicht dran gedacht, dass das jetzt hier plötzlich Mist ist und nicht mehr in Ordnung ist. So, gleich haben wir's. Und die drüben noch. Nein! Warum bin ich denn so? Ganz ehrlich, wir können doch hier einfach durch. Warum bin ich denn auf das Floß? Soos. Dämliche Ungeduld, ne? Furchtbar. So. Das ist aber auch ein Quatsch. Real Talk. Das ist ein kompletter Quatsch. So, jetzt hier nicht wieder runterfallen wie vorhin. Weiß nicht, wie das passiert ist. Keine Ahnung. Aber manchmal passieren einfach Dinge. So, Checkpoint. Und nü. Warum heißt das jetzt Link und Toad? Wo ist Toad? Das war Mist. Okay, das ist Ziel. Ja gut, das war dann das. Ja. Vielleicht die ganzen Pilze, die da rumfahren. Keine Ahnung. Okay. Ja. War, es war irgendwas. Es war nicht kompletter Quatsch, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich... Final against Koopa the Quick. Ja, let's go. Wer wird der Schnellste sein? Spoiler. Ich nicht. Vor allem, wenn ich nicht durch die Tür gehe. So. Und los geht's. No! Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin das falsch gelaufen. Ich weiß nicht warum. Aber das war gerade komisch. Ah, verstanden. Ich bin das tatsächlich vorhin falsch gelaufen. Ja, easy. Das war schon das Finale. Sick. Ja, wenn man halt die Pfeile falsch interpretiert, dann ist das halt doof. Na, jetzt haben wir es verstanden. So. Alles klar. Ja, das war eigentlich ganz nett. Hopes and Dreams. Probieren wir es aus.
Dum, 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 dum. Das ist Megalovania, das ist nicht Hopes and Dreams. Was ist denn jetzt kaputt? Oder habe ich mich verlesen? Hopes and Dreams? Achso, Slash Megalovania. Ah. Dann habe ich nichts gesagt. Und jetzt kommt Hopes and Dreams, oder was? Ja. Oh oh. Meine Hopes werden gleich gequatscht, wenn ich hier nichts unternehme. Okay. Wird doch nicht gequatscht. Oh, da wurden sie gequatscht, meine Hopes. Mist. Okay, von vorn. Tschüss. Mir gefällt die Schlüsseltür hier am Anfang nicht. Das heißt, wir werden hier irgendwie nochmal... Oh! Nochmal zurückkommen. Jetzt, was mache ich denn? Ich muss mich doch eh nicht beeilen. Das ist doch eh ein Scrolling-Level. Wieso sollte ich mich beeilen? Das ist... Ich bin so blöd. Ach, ich Nuss, ich kann mich doch einfach an den Wein ranhängen. Wieso hänge ich mich denn nicht einfach an die Wein ran? Hallo? Ich konnte mich nicht an die Wein ranhängen. Hä? Das muss doch gehen. Na bitte. Was stelle ich mich denn so an? Was ist eigentlich hier oben? Ach so. Nichts. Sollte er mich nicht eigentlich verfolgen? Vielleicht, der ist jetzt ein bisschen eher hängen geblieben. Hä? Jetzt kann ich es einfach nochmal spielen, oder was? Hä, was ist jetzt anders? Hä? Man kann es einfach nochmal spielen mit dem Schlüssel. Aber dann hätte sie auch eine normale Tür getan, die ist ja in der Luft. Das ergibt ja hinten und vorne keinen Sinn. Er bleibt auch wieder hängen. Das Level ergibt überhaupt keinen Sinn. Sorry. Das check. Ich verstehe den Gedankengang dahinter jetzt nicht. Nicht so richtig. Egal. Wir hätten eine normale Tür auch machen können. Warum eine Schlüsseltür? So, jetzt ist es ja eh auch eine normale Tür. Die war ja eh in der Luft. Die kannst du ja von der anderen Seite eh nicht betreten. Ach, keine Ahnung. I'm a pokey in a snowy world. I'm an Englishman in New York, ist das wahrscheinlich. Okay, die Music Machines gucken wir uns noch an. Und dann hören wir auf. Ist wieder ein Think Fast Level. Und Think Fast Levels sind cool. Ah ja. Boah, ich hatte gerade Bedenken, dass ich da reinrutsche.
sehe nichts. What? Hä, was ist mit dem da oben los? Huch, wo ist der denn? Hä? Ah, war der vorhin auch da? Gar nicht gesehen. Wo sollte man jetzt wissen, dass der... Ach, wegen den Pfeilen. Ich bin gerade absolut nicht reaktionstypenfähig. Ich glaube, wenn man mehr... Was zu beweisen war. Das habe ich vorhin gar nicht gemerkt, dass der da dann wieder zufällig da nicht reingerannt. Auch interessant. Well. Ach, ich soll da hin. Oh. Nein, ich hab's schon wieder vergessen. Oh Mann, Kopf. Was kam jetzt? Ach, das hier. Aber wie komme ich jetzt in die Tür? Ach so, ja, klar. Oh, was? Oh nein, ich muss in die obere Tür rein. Ich doof. Da kommt ein Dings von oben runter. Da. Ich kann nur oben rein. Ich kann allerdings auch hier hoch. Aber ich glaube, da soll ich gar nicht hin. Oh. Ah ja. Das war ein komisches Think-Fast-Level. Das war irgendwie komisch. Aber gut. We did it, I guess. Ja, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich weiß es auch nicht. Come on down. Was ist come on down? You're not getting the ball in the hole. What? 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 Talk to me. Ah, doch, das Lied kenne ich. Das ist von irgendeiner Game Show. Freude schöner Götterfunk. Aber in welcher Game Show wurde das denn immer gespielt? Ah, ich sehe es vor mir. Ich komme nicht drauf. Oh. Fideralala. What? What is going on here? Ah, ich kann das nicht. Hilfe.
Nein, geh hoch! Oh, ach, ich muss... Ah, okay. Hilfe. Das ist ja nochmal was richtig Herausforderndes zum Schluss hier. Nein, geh hoch! Dude. So, jetzt hier Sprung und hoch. Und dann da rein. Es war so klar. Es war so klar, dass ich die Röhre nicht krieg. Verdammte vertikale Röhren. No, nicht schon wieder. Ich hasse vertikale Röhren mit Scrolling. Daran sind sogar die Profis gescheitert bei HDQ. Da sind immer mal wieder welche an vertikalen Röhren gestorben. Das war super lustig. Ei. So viel dazu. Schup. So, lass mich in Ruhe jetzt. Lass mich da hoch! Nein! Warum ist das denn so knapp? Hä? Was ist jetzt schiefgelaufen, außer alles? Du spring doch! So, jetzt aber! Wäre dir sehr verbunden, wenn du in die verdammte Röhre springen könntest. Mann. Mario sieht das irgendwie anders. Danke. Oh mein Gott. Goodness. What? Das war nicht, was ich wollte. Aber ist, glaube ich, egal. Scheint nur Bonus zu sein, das Blatt, ne? Alles klar. Aber wo lief das? Da. Ich kenne das. Ich weiß nicht, in welcher Game Show das lief. Irgendeine Game Show lief das. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und gucken uns das nächste Mal entweder mehr Musiklevel an oder was anderes. Mal schauen. Es kommen immer wieder ganz neue interessante Sachen dazu. Das ist ganz cool. Entsprechend. Ja, ich will immer gern so ein paar Anime-Lieder oder irgendwie sowas finden, aber leider war da heute jetzt nicht so viel dabei, was gepasst hat, aber egal. Wir werden sehen, was noch so alles dazukommt. Danke fürs Zuschauen und tschüss!